Willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator auf meiner Ranch. Ich bin mit dem Boden hier noch immer nicht ganz zufrieden. Aber ich lasse das jetzt erstmal so. Zumindest fülle ich jetzt Wasser auf. Und ich habe mich hier mal an einer kleinen Rampe versucht, damit ich hier ohne größeren Absturz runterkomme. Johnny wird das wohl nicht schaffen. Aber ich denke mal, dass ich da halbwegs glücklich runterkomme. Das war's. Voll. Gut. So, jetzt kann ich nämlich hier runterfahren. Und wenn ich dich schon mal habe... Weißt du was, Johnny? Du wirst mal... Wasser holen. Und zwar von... Habe ich mir nicht aufgeschrieben. Oh. Stimmt, das ist ja der neue... Hier, Wasserstelle Ost. Ah, es gibt eine Wasserstelle. Und das bringst du zu... Wassergüllesilo. Ach, fahr erstmal. Genau. Fahr erstmal. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wo Wasserstelle Ost ist, aber du kannst dann hier wieder rausfahren und hier fährst du rein. Gut. Ich würde mal sagen, du holst Wasser. Jetzt müsste ich eigentlich mal gucken, wo die Wasserstelle Ost ist. Ob das meine alte Wassertankstelle ist, wo ich das Wasser geholt habe, oder ob es noch eine andere gibt, die ich nicht kannte. Nein, meine Wasserstelle war hier. Ich habe das hier aus dem See geholt. Und du fährst weiter bis... Oh, keine Ahnung, bis wohin. Wo fährt denn der lang? Hier lang. Ach hier, Wasserstelle Ost. Alles klar. Ja gut, er nimmt halt einen anderen See. Habe ich kein Problem mit. Aber selbe Prinzip, wie ich es gemacht habe. Einfach reinfahren, auftanken, tralala. Gut. Das Thema gelöst. Jetzt lösen wir mal das Thema. Wie geht's dir? 1600 Liter Mischration. Oh Gott, das sieht hier immer noch aus wie Berg- und Talbahn. Uhuhu. So. Produktion. Alte Getreidemühle ist jetzt ganz oben. Heusilage. Wir haben noch 86.000 Silage. Und Gras haben wir 176.000. Pass mal auf, ich schalte dich mal wieder eine Weile ein. Das ist ja alles neu sortiert. Warte mal, warte mal, warte mal. Das sind die Folientunnel. Ihr seid glücklich. Ah, hier sind die anderen. Mist. Mist. Mist und Saatgut. Mist und Saatgut. Gülle. Ja gut, die kannst du noch wegbraten. So, Schokolade. Ah, jetzt kommt's nämlich. Wir kriegen nämlich keine Milch geliefert jetzt für die nächste Zeit. Das heißt, wir müssen mal gucken, wie weit du mit den 150.000 Milch kommst. Und du hast noch 55.000 Milch. Der zieht sich die wahrscheinlich aus dem Silo. Okay. So, hier. Ja, ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, das unterirdische Silo irgendwo hinzustellen. Da habe ich noch nichts gefunden. Kleidung. Ah, da müssen wir mal gucken, dass der das... apropos, wie viel Kleidung haben wir denn hier? 5.000. Okay. Sorghumhirse? Warte mal. Hast du nicht gesagt, dass die Güter fehlen? Sag ich doch.
Warum zeigst du mir das jetzt nicht an? Du bist glücklich und Bing. Achtung, Ladewagen fast voll, ja, interessiert mich doch nicht. Und du produzierst jetzt hier, genau. Und die Zuckerfabrik, oh, die hat noch. Warte mal, theoretisch können wir die aktivieren. Mach den ganzen Zucker weg. So. Gut, Tiere. Oh. Oh, Hühner. Ja gut, also dass die Kühe 46.000 Liter wegfressen, das glaube ich nicht. Schweine sind stabil. Und Schafe kriegen noch ein bisschen Gras. Okay. Das ist To-Do für heute. Erstmal schalte ich hier wieder ab. Wo ist denn dein Anhänger? Oh. Moment. Ich kann dich retten. Feld B, Hauptsilo, Gras. Alles klar? Gut. So, was machst du gerade? Genau. Okay, da war nur um 2 mm noch verschoben und konnte deshalb nicht abladen. Gut. So, was haben wir denn jetzt hier eigentlich? Hä? Zeigt mir das nicht. Doch, hier. 30.000 Milch, 70.000 Wasser. Und Gülle? Ah, stimmt. Der saugt sich die Gülle rein zum Thema Gärreste. Du hast hier 41.000 Gärreste. Alles klar. Du fährst. Wiegst ab, okay. Oh, jetzt müssen wir mal gucken, ob der hier die Hoppelstrecke durchkommt. Ja, das geht. Die Ecke stört ihn auch nicht. Und Silo. Tschüss. So. Ich werde jetzt mal Gras besorgen. Ich werde jetzt mal Gras besorgen, habe ich gesagt. Und dann muss ich jetzt warten, bis der er sich auskäst. Gut. Na komm, ist er fertig? Ja, gleich. Warum kippt er eigentlich nicht nach hinten ab? Ging doch viel schneller. So. Ihr bekommt jetzt Gras. Moin, liebe Schäfchen. Hier gibt Futter. Frisch gemähtes Gras, weil ihr auf der Wiese nichts findet. Weil euch von den Vögeln hier alles wegfressen lasst. Seht ihr das?
Da wollen die nicht mal mehr haben. Na gut. Dann kriegen sie auch nicht mehr. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich das unterirdische Silo hinbauen soll. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier... Da war bist. Da. Okay. So, guten Morgen. Zwei. Und drei, komm. Okay. Und jetzt brauche ich noch Hühnerfutter. Da ich keins mehr habe, werde ich Big Bags kaufen müssen. So. Hast du genug Mist für dich? Gut. Jetzt begebe er sich mal bitte zum Shop. Alles klar. Tschüss. So. Du. Du wirst dich jetzt mal um die Eier und den Honig kümmern. Honig gibt's reichlich. Ja, Honig gibt's reichlich. Da ist doch schon wieder das Haus in den Weg gesprungen. Ah, da fahren wir so rum. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich mit der Rampe da hochkomme. Rampe. Rum. Und hier wenden. So. Und die Eier eingesammelt. Alles klar. Gut. Jetzt. Ah, er sammelt schon gut ein. Du drehst seine Runden. Wo ist jetzt mein? Hier. So. Da geht ja recht schnell. Vorne? Warum stelle ich die mich mit den Anhänger hier hinter und wähle hier den Anhänger an? Es
Ja, und... warum? Warum CIG... Quatsch, CIG sage ich jetzt schon. Giants. CIG macht seine Warum-Momente in einem ganz anderen Spiel. Na gut, dann werde ich jetzt das Hühnerfutter hier abladen. Ich muss noch mehr Hühner holen, mehr Kühe holen, damit sich der Stall möglichst schnell füllt. Ich bin am Überlegen, ob ich nur jeden Monat einmal Kühe kaufe, damit ich dann auch jeden Monat Nachwuchs bekomme. Weil ansonsten habe ich das Problem, dass ich drei Monate lang oder jeden Monat mehrmals Hallo? Ah, hier. So. Das sollte für die Hühner wieder eine Weile reichen. Die fressen alles? Wow. Na, dann kriegen sie den Rest auch. Haben die Hühnerstall vergrößert? Haben die den Hühnerstall vergrößert von der Kapazität her? Ich habe den jetzt in 5000 Liter reingeschmissen. Und das juckt die nicht mal. Okay. Produktivität 10%. Gut. Alter 60. Ach ja, stimmt, das waren ja meine alten Hühner. Kühe. Dann werde ich jetzt noch ein paar junge Kühe kaufen. So. Pass mal auf. Du wirst... Nee. Du wirst den Anhänger abstellen. Mache ich mit jemand anderem. Und du wirst Kühe kaufen fahren. So. Wo halt den Anhänger da oben? Stopp. Ah, hast ja schon. Okay. So, du fährst jetzt bitte zum Viehhändler. Du müsstest ja hier gut durchkommen, wa? Genau, du nimmst jetzt die grüne Linie. Und jetzt nimmst du die blaue Linie. Alles klar. Tschüss. Und ich nehme jetzt den hier und besorge noch eine Ladung Stroh. Jetzt steht ihr schon wieder im Weg. Jetzt steht ja schon wieder im Weg. Aber da kann ich gleich mal gucken. Und zwar das Einzige, wo ich Heu brauche, ist hier. Und du hast doch 78.000. Jetzt weiß ich aber nicht, ob der sich von hier bedient. Tuning ist angekommen bei Shop-Abholung. Shop-Abholung?
Wieso bist du zum Shop gefahren? Habe ich jetzt eine falsche eingetippt? Warte mal, ich guck gleich mal. So. Und zwar lädst du volle Granate Stroh ein. Jetzt will ich mal gucken, warum der beim Shop ist. Habe ich dir nicht gesagt, Tiere? Tschüss. Wo fährst du jetzt hin? Warum bist du nicht hinten reingefahren? Ding Dong? Bist du fertig? Cool. Ach so. Der ist wieder mal auf die Idee gekommen, dass er seine Arbeit hier beendet. Ja gut, kannst du machen. Dann fahren wir aber gleich nochmal rüber und sammeln die Reste ein. Okay. Wie jetzt? Stroh wird hier nicht angenommen? Ach so, ja gut. Das wird gleich angenommen, weil kommen gleich Kühe dazu. Das heißt, du bleibst jetzt hier einfach ganz frech stehen. Und ich nehme mir mal ihn hier und wirf mal einen Blick auf Feld B. Das muss ich, glaube ich, nochmal düngen. Ja, ich weiß, ich hatte mir was von der Walze erzählt. Die habe ich noch nicht. Ah, warte mal. Verkaufshändler Tiere. Schnell, 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 schnell. Wo ist die Maus? Mist. Verkaufshändler Tiere war doch hier oben irgendwo. Nee. Da. Moin. So, Holsteiner. 12 Monate mit 18. Wir nehmen die kleinen, wa? Ah, Tagzeit 10 Monate, die sind... Nein, wir nehmen die kleinen. Wir wollen maximalen Profit haben. Okay, so. Und du fährst damit jetzt zur Hofeinfahrt. Perfekt. Und jetzt wollten wir mit dir noch gucken, ob du hinten alles richtig gemacht hast. Dann sind wir nämlich bald reif für den Juli. Und dann wird's lustig. Ah, guck mal. Ich sehe hier jede Menge. Gras, Heu, was weiß ich nicht, alles rumliegen. Da krieg ich noch einen ganzen LKW mit voll. So. Sehr gut. Ach so, das ist ja gar nichts. Das ist ja nur ungemäht. So. Jetzt das Zeug hier mitnehmen. Ah, der ist angekommen. Der Hofeinfahrt. Es gibt neue Kühe. Und jetzt gucke ich nochmal auf der anderen Seite.
Visier was krass mitnimmt. Das bleibt aber Heu, oder? Nicht, dass du jetzt aus einem hier Gras machst, Freundchen. Gott, ist das viel. Viel noch übrig bleibt. So. Überleg mal, wir haben jetzt schon 1500 Liter. Da kann ich meine Kühe ein halbes Jahr von mit ernähren. Noch fragen? Nö. Ja, dann sind wir nämlich durch. So. Jetzt nehme ich noch die Reste hier draußen mit. Und drüben noch das eine Häuflein, was ich da am Rand gesehen habe. So, wo waren das? Da. Die nimmt er gar nicht mit. Na gut. Dann war's das. Dann können wir eigentlich den löschen. So, dann werden wir das jetzt abladen und dann ja, sind wir durch für heute. Könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob euch was einfällt, wo ich dieses unterirdische Lager hinsetze. Ob ich das wirklich hier irgendwo auf die Wiese klatsche. Oder ob ich damit mein Palettenlager ersetzen soll. Also das da hinten. Weil ich bin mir noch nicht sicher, ob ich Palettenlager nicht beibehalte. So. Jetzt brauche ich Hofeinfahrt. Du fährst noch. Wie viel hast du bereits? 147.000 Liter. Das ist gut. Das ist gut. So. Jetzt kommen hier die Kühe rein. So. Gut. Jetzt fährst du wieder zurück, weil gleich im nächsten Monat Viehhändler Tiere, nicht Shop. Und mit den neuen Kühen müsstest du doch jetzt Stroh abladen können, oder? Stroh ist voll, 120.000. Aber ich habe 40 Kühe drin. Na gut. Dann war's das. Jetzt brauche ich noch. Irgendwas wollte ich noch. Ach, egal. Egal was es ist, das werde ich im nächsten Monat machen. Also, in der nächsten Folge. Und bis dahin wird es mir schon wieder einfallen, was ich vergessen habe. Irgendwas war es noch. Aber egal. Ich würde sagen, ich kaufe jetzt hier ein paar Kühe.
So, ein paar Holzsteiner. Ach, egal. Ich mache das nicht im nächsten Monat. So. Ich kaufe jetzt an so viel Kühe, wie es geht. Fahr nach Hause. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Macht's gut und genießt den Tag. Und vor allem, see you later.